Die Saison ist urplötzlich zu Ende gegangen und irgendwie bleibt auch ein bisschen Wehmut zurück. Insgesamt ist die Situation ja nicht ganz einfach, wie wir sie zurzeit vorfinden. Und in diesem Video bespreche ich zumindest mit euch, wie es bei mir auf meinem Kanal weitergeht. Bleibt dran, schaut es euch an. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, dreht sich alles ums Thema Volleyball. Und heute grüße ich euch von zu Hause aus. Ich habe keine Hausquarantäne, ist nicht angeordnet, auch wenn ich gerade jetzt ja diese Woche in Innsbruck war, in Österreich. Ist eine Empfehlung von Jens Spahn, dass ich zu Hause bleibe. Aber das wird sich noch klären, inwieweit denn das überhaupt notwendig ist. Denn ob ich das Coronavirus habe, ja oder nein, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich fühle mich gut. Und insofern bleibe ich hier erstmal ganz entspannt, bin aber zumindest heute nicht in der Halle und dementsprechend drehe ich von zu Hause aus. Normalerweise würden jetzt aber nicht nur ich, sondern auch viele von euch sicherlich in der Halle stehen und Punktspiele bestreiten, denn heute ist in vielen Ligen der letzte Punktspieltag angesetzt, aber er findet eben nicht statt, denn insgesamt wurde der Spielbetrieb ausgesetzt mit sofortiger Wirkung und ich bin sicher, die einigen wird es vielleicht freuen, weil sie eine anstrengende Saison hinter sich haben. Und andere, wie gesagt, werden etwas wehmütig auf diese Saison auch später noch zurückblicken. Denn das Ende ist ja dann doch irgendwie, ja, auf jeden Fall ganz plötzlich gekommen und vielleicht auch nicht ganz zufriedenstellend. Ich habe auch gehört, dass aufgrund dessen dieses Jahr kein deutscher Meistertitel vergeben wird. Das wird sicherlich die Berlin Recycling Volleys nicht freuen, denn sie haben natürlich viel Aufwand betrieben, um sich so gut zu platzieren, dass sie jetzt in den Playoffs sicherlich einen guten Start hätten erzeugen können und insofern auch für die sicherlich frustrierend jetzt, dass die Saison vorbei ist und sie auch ohne deutschen Meistertitel zu Ende geht. Aber auch in den anderen Ligen bleiben sicherlich viele Fragezeichen, denn soweit mir bekannt ist es zumindest noch nicht klar, wie die Auf- und Abstiegsregelung im Einzelfall vielleicht stattfinden kann und wird. Und dementsprechend sind hier noch einige Fragen zu klären, bevor man dann letztendlich überhaupt für die nächste Saison planen kann. Darum soll es aber in meinen nächsten Videos gehen, denn die Trainingsvideos, auch die, die ich noch auf Halde habe, die werde ich für den Moment erst einmal zurückhalten, denn ich weiß von unserem Verein, beim TSV Gießen findet zurzeit kein Training statt. Auch das ist eine Empfehlung, ich glaube vom Gesundheitsamt, die an uns herangetragen worden ist, dass man natürlich einfach zur Verlangsamung der Virusausbreitung den Trainingsbetrieb einstellen soll und dem kommen wir auch nach. Das macht auch Sinn und dementsprechend kein Training bei uns in der Halle. Und da das vielleicht bei euch ja auch der Fall ist, gibt es dementsprechend erst einmal keine Trainingsvideos von mir. Stattdessen möchte ich euch dabei helfen, die Saison rund abzuschließen und vielleicht schon die ersten Vorbereitungen für die kommende Saison zu treffen, denn natürlich wird weiterhin Volleyball gespielt und ich weiß, dass Spieler immer gesucht werden, Trainer immer gesucht werden und natürlich gilt es auch darum, es etwas besser zu machen als im Vorjahr, vielleicht nicht nur spielerisch, sondern auch organisatorisch drumherum und genau darum wird es gehen. Dazu habe ich bereits einige Videos auf meinem Kanal, aber ich werde auch weitere Videos dazu machen, euch mit neuen Ideen, neuen Ansätzen, neuen Anreizen versehen, damit ihr eben eine gute Saisonnachbereitung machen könnt und eben auch perfekt vorbereitet in die neue Saison dann gehen könnt. Also das ist, was in den nächsten Wochen bei mir zu erwarten ist. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch wenn ihr vielleicht nicht in der Halle steht, um Training zu geben oder Training wahrzunehmen. Bleibt einfach auf meinem Kanal. Es würde mich freuen, wenn ich auch mit den nächsten Videos euch begeistern kann. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss und bye bye. Euer Martin.